Warum kann so eine Feuerhandlaterne gar nicht dicht sein? Hallo, ich bin Ralf von Jodeland. Herzlich willkommen hier in unserer Jodde. Wer mag, lässt gleich ein Abo da. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was sich hier in der Jodde so tut und was es Neues für euch gibt. Heute habe ich euch die Feuerhand mitgebracht. Da gibt es schon ein paar schöne Videos von uns zu dieser Lampe. Aber eine Frage, die immer wieder auftaucht: Warum ist so eine Feuerhand eigentlich nicht dicht? Also irgendwo kann da immer Petroleum rauskommen. Man glaubt dann oft, es sei und die Bodensicke hier, die undicht sei. Und ich war dann immer in Erklärungsnöte, auch zu erzählen, wo dieses Petroleum überall herkommen kann mit dieser Lampe. Und da bin ich dann einfach hingegangen und habe die Flex angesetzt und habe hier einfach die Lampe mal aufgemacht. Erkennt man relativ gut die Funktionsweise von dieser Lampe. Ich habe erstmal unten den Tank, der Docht, der das Petroleum hochzieht, und oben dann hier quasi verbrennt. Die warme Luft steigt auf nach oben. Wo kriegt diese Lampe ihre Zuluft her? Das ist eben eines ihrer Geheimnisse. Und zwar habe ich hier diese hohle Bügel, die der Lampe ihre Form gebe, und da strömt die Kaltluft leicht vorgewärmt nach unten, wird da zu dem Docht hin, wird hochgezogen von der Flamme und verbrennt dann einfach gut. Dadurch hat die Lampe eine sehr gute Sauerstoffzufuhr, und wenn ich den Docht nicht zu hoch drehe, dann brennt sie eigentlich rußfrei. So, und jetzt aber hier zu der Details von der Lampe erstmal. Ihr seht hier unten den Tank. Dieser Tank wird quasi nochmal abgetrennt durch so eine Art Schwallblech. Mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Der Fachausdruck, da mögt ihr mich bitte berichtigen, weil der teilt im Prinzip auch diesen Raum vom Petroleum hin zu der Frischluftzufuhr. Und hier kommt eben schon dazu, dass dieses Schwallblech überhaupt nicht fest im Tank verbaut ist, sondern der Übergang von Tank zu oberer Tankhälfte gar nicht abgedichtet ist. Sondern da kann einfach, wenn ich einen Schräghalt läuft das Petroleum quasi über dieses Schwallblech, und von dort aus kann es überall hingelangen in der Lampe. Auch die Übergänge hier, von diesem Bügel zu den anderen Lampebestandteile, die sind einfach nur gequetscht. Das heißt, da ist das Blech entsprechend aufgebogen, also das reingesteckt, aufgebogen, dann hält es. Da ist jetzt nichts verlötet oder irgendwie abgedichtet. Genauso eben unten hier, wo diese Bügel am Tank ansitzen, da ist viel Luft und wenig Blech, und wenn da Petroleum hinkommt, dann läuft es da auch raus aus der Lampe. Also, wenn ich mir jetzt den Tank von der Feuerhand angucke, dann sehe ich hier unten erstmal der Tankraum. Hier sitzt mein Brenner drin, und wenn man es von der anderen Seite anguckt, hier habe ich da
der Verschluss, der Tankdeckel dann. Und der Ansatz hier von der Kaltluftzuführung, die durch der quasi durch den Rahmen von der Feuerhand durchgeht. Dieses Blech hier, das sitzt einfach nur lose drin. Das heißt, an dieser Übergangsstelle von der Außenwand zu diesem Blech hier, da ist das Ganze lose. Das merkt man, wenn ich hier ein bisschen runterdrücke, dann habe ich das hier lose. Sprich, fülle ich diesen Tank zu hoch auf, dann kann es mir hier an dem Übergang hier letztendlich erstmal raus drücke. Oder auch, wenn ich jetzt mal umdrehe, habe ich dann hier den Übergang, wo ich einfach nicht dicht sein kann, weil hier ist nichts dicht gemacht. Fülle ich quasi höher wie hier auf oder hebe die Lampe schräg oder in irgendeiner Art und Weise, dann läuft es mir hier über diese Kante raus. Dadurch, dass Petroleum kriecht, sieht es oftmals aus, wie wenn es hier unten durch die Sicke rauskommt. Man sieht hier schön im Detail, dass es einfach nur umgefalzt ist. Also auch da hat die kriechende Wirkung von Petroleum, die kommt da super gut raus. Deswegen einfach die Maßgabe, den Tank nicht voller zu füllen als bis zu der Kante hier. So, jetzt habt ihr auch mal eine Feuerhandlaterne von innen gesehen. Ich fand es relativ spannend, die zu zerlegen und zu sehen, mit wie wenig Bauteile eigentlich so eine Lampe gebaut ist. Und das finde ich das eigentliche Geniale hier an so einer Konstruktion, dass mit sehr simpler Produktionsmethode und sehr einfache Bauteile doch einfach eine zeitlose Lampe, die Jahrzehnte überdauert, entsteht und deren Funktion eigentlich immer gewährleistet ist. Petroleum rein, anzünden, doch den die richtige Höhe regeln. Und die Lampe gibt einfach Licht. Licht in ungefähr 5 Kerze, das schafft sie. Also so, sagt man so, 5 Kerze. Also eine Feuerhand, das setzt 5 Kerze. Und dafür läuft sie zuverlässig. Das Wichtige daran ist nur, diesen Tank nur bis zu dieser Sicke hier aufzufüllen. Dann sei der fein raus. Dann ist sie eigentlich auch in 99% aller Fälle dicht. Die Undichtigkeit, die hier unten, wo der Tankbode eingebördelt ist, das ist eigentlich vernachlässigbar. Kann vielleicht mal vorkommen, aber das ist dann wirklich die große, große Ausnahme. In aller Regel liegt es daran, dass ich die Lampe zu voll gefüllt habe, dass ich sie schräg mit vollem Tank transportiert habe, dass jetzt quasi Petroleum oberhalb von diesem Blech hier sitzt und das kann halt überall aus der Lampe dann auch raus sickern. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über die Feuerhand. Ich habe auch jetzt viel gelernt beim Machen von diesem Video. Wenn ihr mehr wissen wollt von Jodeland, was wir so tun, wenn ihr lernen wollt, wie ihr mit unseren Materialien, mit unserer Kohle Jodde und unser ganzes Kochgeräte umgeht, wenn ihr einfach auch sehen wollt, wie man mit diesen Zelte unterwegs ist und sich vielleicht auch mal nur ein Shelter draus baut, dann abonniert unseren Kanal. Hier, so, schön. Genau. Und lasst uns einen Daumen hoch da. Ansonsten sage ich Tschüss, euer Ralf von Jodeland.